Michael Wendlers 18-jährige Freundin Laura ist erwachsen. Egal! Los Leute, sagt schnell irgendwas Witziges, bevor das Intro zu Ende ist. Zu spät. Nun, aber ich bin mir sicher, Happy Mikey hier ist schon lebensfroh genug, oder? Na klar. Macht auf jeden Fall einen äußerst fröhlichen Gesamteindruck. Let's go. Leute, das war ein Schrei der Frohlockung, ja? Bitte nicht das falsch verstehen. Ja. Teddy? Hey Kumpel. Weißt du, was hier passiert ist? Du wurdest in eine andere Dimension teleportiert. Weil die Kernstatuen zerstört wurden. Ja, hab ich's mir doch gleich gedacht. Du musst sie reparieren, erst dann kannst du einen Weg hinausfinden. Solltest dich jedoch vor den Monstern in Acht nehmen, die hier lauern. Es ist gefährlich. Monster? Ich habe gesehen, dass deine Tagebuchseiten hier überall im Haus verstreut herumliegen. Ich glaube, sie sind sehr wichtig für dich. Ersetze Tagebucheinträge mit Mathehausaufgaben und du gibst einen prima Elternteil ab, Teddy. Na klar. Viel Glück. Ich werde immer hier sein, Kumpel. Oh, beruhigend zu wissen. Spacebar zum Interagieren, Q um Items zu droppen, Steuerung für Crouchen, Shift zum Rennen, F für Flashlight, 1 plus 4 Items. Ich habe mich schon lange nicht mehr in einem Spiel so deplatziert gefühlt. Wir hatten uns gestern diese komische Missgeburt mit dieser Blume da reingezogen. Ich erinnere nur noch mal dran. Hallo? Oh mein Gott! Ich habe viele Hände zu schütteln. Herrje. Ihr habt das gerade auch gesehen, oder? Wir ignorieren einfach mal, was passiert ist. Wir machen weiter, als wäre nichts geschehen. Ich bin vielleicht später für alle möglichen Späße inklusive High Five zu haben, liebe Freunde. Aber ich muss jetzt hier erstmal die Kernstatuen wieder zusammensetzen, um in meine Dimension zu kommen. Ja, tja, was halt ein dreijähriges Kind so macht, wisst ihr? Klar. Oh, Moment. Hier haben wir einen Teil und das ist wahrscheinlich eine Statue, oder? Sieht gut aus. Ich habe immerhin eine 3 Minus in Kunst. Und wer hat hier gewütet? Und den Rosmarin auf dem Boden verstreut. Ich bitte euch, muss ich da jetzt echt runter zu den ganzen Verrückten und Mutanten? Mir gefällt der Style dieses Spiels. Dieser Ball ist nicht vertrauensselig. Ich habe zu viele Horrorgames gespielt, um das mit Sicherheit sagen zu können. Oh nein. Hallo? Ist hier jemand zu Hause? Das ist zu verdächtig ruhig. Lol, die machen eine kleine Bolognese. Oh, nicht küssen. Oh Gott, ich glaube, sie haben ein Auge auf mich geworfen. Das ist eine neue Statue. Was ist das? Ein Bär, glaube ich. Ah, no. Er kann mich schon schmecken. Alter. Alright. Dann lasst uns hier mal umsehen. Hey, das gefällt mir eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Hier ist eine Tagebuchseite. Der Nachbar. Nee, der Onkel. Nimmt immer ein Bad mit mir. Oh no. Bedeutet das das, was ich vermute? Oh, abbrechen, abbrechen! Rückzug! Over and out! Kann ich einfach durch die Eingangstür fliehen? Nee, das bringt nichts, wenn ich in eine andere Dimension teleportiert wurde. Nimmt die Fragen gleich vorweg, Leute. Die haben ja an alles gedacht. Wir kommen hier echt an unsere Grenzen. Oh, noch ein Badezimmer. Das trifft sich gut. Da habe ich mir gerade die Hosen voll gemacht. Oh, was haben wir denn da? Das sieht so aus, als könnte es ein Ohr von diesem Bär dort sein oder was auch immer das ist. Ich glaube, ich bin der beste Baseball. Ja, Mikey, du bist der beste Baseball. Ah, no! Das habe ich gesehen. Ey, es ist ganz schwer, hier eine Übersicht zu kriegen. Na, Glubschi? Bist ein bisschen langsam. Aber schlau ist er. Ich habe keine Ausdauer mehr. Nein. Okay, das passt auf jeden Fall da dran. Alter, die sehen hungrig aus. Und sie haben keine Zähne geputzt. Das wird ein sehr unangenehmes Vergnügen. Ein Vergnügen in Anführungsstrichen. Da fehlt noch was. Da fehlt noch ein Teil. Okay, was muss ich suchen? In diese Tür da, da war ich noch nicht. Ich renne jetzt hier einfach mal rein. Ah! Nein! Mama, nö! Hilfe! Das ist scary, ey! Oh, hier ist noch ein Teil. Keine Ahnung, wo das dran kommt. Ah! Alter, hab ich mich erschrocken! Wo kam denn was? Fangen wir jetzt nochmal an?
Boah, das ist spaßig. Das ist super gut gemacht. Oh, wir haben das Teil noch. Oh, lol. Er ist total blutig. Ich meine, hey, er hat rote Haare. Ich finde das auf merkwürdige Art und Weise ziemlich passabel, muss ich sagen. Bestimmt geht das an die Statue in der Mitte, oder? Oh. Okay, das ist fertig. Ich! Ah! Und jetzt? Kriege ich irgendwas dafür? Werde ich dafür belohnt? Moment mal, was ist das? Oh, das ist auch was. Ich weiß, ihr könnt da hochgehen. Möchtet ihr die Situation da nicht mal ein bisschen beäugen oder beschmatzen oder was auch immer ihr so tut? Ist da hinten auch noch eine Statue? Habe ich das gerade richtig gesehen? Okay, Moment mal. Ah! No! No, 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 no. Ja, hier ist definitiv eine. Passt es da drauf, bitte? Ja, gell? Es hält irgendwas. Oh. Alright, schon die Lust verloren? Ah! Hier sind zwei Dinger drinne. Oh mein Gott! Aber ich weiß, wo noch ein Teil ist. Hinten im Schrank, gegenüber von der Statue. Ich hab's gerade gesehen. Nein, 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 nein. Nope. Ich hab's gewusst. Was? Bin ich so unappetitlich? Ach komm. Ich hab zwar den Shoulder Day geskippt, aber bin doch schon eine beeindruckende Erscheinung, oder? Oh no. Kann ich da drum rumrennen? Oh, ich kann! Ich bin tatsächlich wesentlich schneller als die Dinger. Aber die können mir halt den Weg abschneiden und sind halt in der Überzahl. Okay, ich nehme das. Das ist das Horn für oben. Oh! Hilfe! Lol, ey, das ist gar nicht so easy, wie es eventuell aussieht. Aber ich komme hier schon mal voran. Das müsste das Teil hier fertigstellen, ha? Huh? Ja. Oh, ich krieg einen Schlüssel. Einen roten. Wir haben unten eine Tür gesehen, wo dahinter rotes Licht war. Das könnten wir da mal ausprobieren eventuell. Hier, vielleicht finden wir dahinter ja mehr Teile. Nicht? Oh. Guck mal. Ich weiß nicht, was das ist. In meiner Hand sieht es aus wie ein Ball. Aber nicht in dem Inventar-Overlay hier. Das gehört mit Sicherheit an irgendeine Statue. Da bin ich mir auf jeden Fall sicher. Also wenn ich raten müsste, würde ich ja sagen, diese hier. Oh, noch was? Gib das! Was auch immer! Bisschen schneller, du magisches, komisches, super langsames Ding. Ich habe wahrscheinlich eine Schnecke gebaut oder so. Aber habe ich's? Bitte sei jetzt nicht weggeglitscht. Ich glaube, es liegt doch da. Cutscenes sind keine Freunde, Leute. Ein blauer Schlüssel. Alles klar. Jetzt brauchen wir nur noch die dazu passenden Türen. Oder kommen die erste der Vollversion? Jo. Oh. Warte. Warte, da ist was drinne. Ich seh's doch. Da hat jemand gedacht, er ist ganz sneaky, dass er das da in der Schublade versteckt. Nee, 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 nee. Das kleine Schnüffelnäschen ist unterwegs. Ich glaube, der Bär ist noch nicht fertig, ha? Goldener Schlüssel. Wir müssen wahrscheinlich vier sammeln, oder was? Uah! Das war super knapp. Lol. Ich glaube, die können mich nicht ins Bad verfolgen. Jo. Der Goldene passt hier rein. Die Haribo-Familie ist auch schon da. Was tue ich hier? Es muss irgendein Item hier sein. Da. Tagebucheintrag. Hello, I'm Mike. Das ist mein Freund Teddy. Das sind hier mehrere Blätter. Ich liebe Puppen, aber Daddy hat gesagt, das ist nur für Mädchen. Ich glaube, ich möchte ein guter Junge sein. Und ich bin ein guter Junge, schätze ich. Meine Noten sind nicht gut. Ich habe es verbrannt, bevor Mami das sehen konnte. Spricht vom Zeugnis. Jeder liebt mich. Das haben wir schon gefunden. Mom denkt, sie ist eine Katze. Mein Held, Daddy ist der Beste. Er ist gut im Baseball spielen. Ich glaube, ich bin der beste Baseball. Ich bin der glücklichste Junge auf dieser Welt. Ah, ja! Und der leckerste! Oh, ich glaube, es ist mega sad, aber ich weiß nicht, was hier passiert ist. Oh nein. Hier ist was, ein lila Schlüssel. Ich brauchte doch vier. Okay. Nun bin ich aber immer noch nicht schlauer, tatsächlich. Oh nein. Oh, das ist jetzt eine ganz dumme Ausgangslage. Ja, geh bitte wieder runter. Du drehst gleich um, ne? Das macht ihr immer gerne mal. Ihr kleinen Weasel hier. Die rote Tür. Vielleicht komme ich jetzt rein. Das ist unfair, fies, gemein und unausstehlich. So wie deine ganze Glubschaugenfamilie. Ah! Help me! Hier rein! Ja, schneller! Boah, wo bin ich jetzt? Das macht mir Angst.
Dieses Spiel ist super, super atmosphärisch. Und ich finde das sehr effektiv, wie das aufgezogen ist einfach. Haben wir es geschafft? Ist das meine Mutter? Oh nein. Was? So? Das lässt sie jetzt so im Raum stehen und auf sich beruhen? Wirfst mich zurück ins Menü? Was zum Teufel? Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist, was diese Story ist, aber ich glaube, seine Welt ist dadurch zusammengebrochen. Vielleicht ist diese andere Dimension auch repräsentativ dafür, dass es bei ihm irgendwie was schief läuft. Dass es so im Kontrast ist zu dem, wie es für ihn irgendwie wünschenswert wäre. Sein Vater ist gar nicht der Held. War er das jetzt, der die Mutter umgebracht hat? Boah, ist das finster. Vor allem ist er so ohne weiteres, so komplett kalt rein und wieder rausgeworfen. Heftig! Leute, ich habe das jetzt hier allerdings nochmal gestartet, weil ich mich fragte, ob es nicht eventuell vielleicht ein anderes Ending gibt. Mir ist nämlich eine Sache aufgefallen. Diese Schublade hier in dieser Blumensäule oder diesem Beistelltisch, von wo wir das eine Teil für eine Statue unten bekommen haben, die ist verschlossen. Das heißt, wir haben das mit einem Schlüssel geöffnet, ohne das zu wissen. Weil die ganze Zeit war ich mir nicht sicher, wofür wir diese Keys eigentlich benötigen. Hier finden wir den lilanen drinne. Der goldene Schlüssel hat diese Tür aufgemacht. Ich glaube, mit der lilanen haben wir unten die Tür zum Keller aufmachen können. Wenn wir jetzt allerdings den roten oder den blauen Schlüssel dafür verwenden, unten die Kellertür, wo unsere Mutter irgendwie ist, zu verwenden, dann erhalten wir vielleicht einen ganz anderen Ausgang dieser Geschichte. Ja? Ist das neu? Oder habe ich das einfach nicht gesehen? Wofür das denn hin? Ist das nur zum Verstecken? Nein. Wow. Okay. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob sich das jetzt hier einfach ergeben hat. Wo führt das hin? Das ist bestimmt ein Shortcut, oder? Falls die da die Treppe blockieren. Oh Mann. Oh, 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 nein! Ach! Verdammt! Ich wollte eigentlich ausprobieren, ob wir vielleicht doch noch das andere Ending bekommen, wenn wir nicht sterben. Ich glaube, das hat sich an dieser Stelle jetzt erstmal erledigt. Aber ich versuche es mal mit diesen Schlüsseln. Nee, wisst ihr was? Wenn ich es schon nochmal durchspiele, dann aber auch richtig. Ich probiere es jetzt ohne Fehler, also ohne einen Tod, zum Keller zu schaffen. Das wird ziemlich schwer. Aber ich melde mich auf jeden Fall gleich wieder. Teile der Figuren liegen glücklicherweise immer an denselben Orten. Das ist sehr gut. Und 4 Items können wir nehmen insgesamt auf einmal. Ich habe das gerade verstanden mit dem Baseball. Papa ist mein Held, Papa ist der Beste im Baseball. Ich bin der beste Baseball. Der hat ihn quasi als Baseball benutzt. So, das ist die Metapher. Das habe ich echt irgendwie nicht geschnallt beim ersten Mal. Boah, ist das finster. Das ist hier auch noch zugeschlossen. Okay. Das heißt, ich muss hier nochmal hin. Oder was? Aber da kann ja kein Teil mehr sein. Zumindest nicht von diesen Statuen. Der rote Schlüssel ist es nicht. Der macht nicht diese Schubladen auf. Da muss es der blaue sein. Okay, Leute. Jetzt wird's brenzlig. Ich habe 2 Schlüssel. Das heißt, ich muss noch diesen Bären da in der Mitte zusammensetzen. Mit dem Teil aus der Schublade. Ich habe jetzt aber auch den blauen Key, ne? Ich könnte jetzt hinten in der Schublade nochmal nachgucken. Aber der Raum, wo das drinne ist, ist so verdammt brenzlig. Aber der Raum hier, wo das drinne ist, dort, das ist so verdammt tricky, da nicht zu sterben. Geht nicht auf mit dem Blauen. Okay. Ich glaube, das ist nichts. Na, was? Von wo denn? Nein. Oh, ich hab's so weit geschafft. Das ist ärgerlich. Ich habe keine Ahnung, wie ich gestorben bin. Da war nichts. Ich hatte dieses eine Auge im Blick. Boah, krass. Wenn du geduckt bist
und keine Taschenlampe anhast, dann sehen dich die Dinger überhaupt nicht. Aber ich sehe halt auch nichts, ne? Ich werde nochmal probieren, mit einem goldenen oder halt dem lilanen Schlüssel hier diese Schublade aufzumachen. Vielleicht ist da ja noch doch irgendwas Wichtiges drin, was wir mit runternehmen müssen oder so. Ich habe alle Schlüssel, ohne zu sterben. Jetzt muss ich nur noch mal runter in diesen Todesraum und versuchen, diese Schublade aufzukriegen. Auf das kommt's jetzt an. Und das ist, glaube ich, das Allerschwierigste gerade. Oh Mann. Ich droppe jetzt nicht da durch den Shortcut, weil dann sehe ich nicht, wo dieses Augenviech da ist. Boah, Alter. Ich bin auf dem Weg. Wenn jetzt ein Schlüssel passt, ne? Okay. Nein, der goldene aber. Auch nicht. Der rote. Okay, was ist da drin? Ich muss irgendwen droppen. Aber den roten habe ich doch probiert hier eigentlich, oder? Moment. Messer? Müssen wir das nehmen? Dann kommt es vielleicht gar nicht auf den Schlüssel an, oder ob wir sterben oder nicht. Dann müssen wir einfach nur das Messer mit runternehmen. Und dann geben wir es bestimmt unserer Mutter und die kann sich verteidigen. Ich verstehe. Okay, ich probiere trotzdem nicht zu sterben. Vielleicht kriegen wir das nicht auf, wenn wir gestorben sind. Oh oh. Schnell, 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 schnell. Komm, rein, 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 rein. Oh, wir haben es geschafft. Ich nehme das jetzt aber mal in die Hand. Oh oh, ich wurde gesehen. Ich geh, komm rein. Oh! Die ist gefesselt, ne? Ja, wir schneiden sie los! Oh Gott, Alter! Genau so muss es sein. Ich finde das so geil, ey. Boah! Hat mich zutiefst verstört, dieses Spiel irgendwie. Vor allem die Endings. Hat mir aber mega gefallen. Also, als Horrorgame, als, ich sag mal, atmosphärisches Erlebnis, war das schon echt richtig gut gemacht. Vor allem auch mal aus dieser, ich sag mal, Third-Person, so über-die-Schulter-Perspektive. Mal was anderes, definitiv. Auch vom Gameplay her. Sehr cool. Wunderbares kleines Spiel. Ich weiß nicht, ob es die Demo sein soll. Ich glaube, das ist schon irgendwie das ganze Spiel, das kannst du nicht groß aufblasen, es soll nur eine kleine Geschichte sein, die in einem kurzatmosphärischen Erlebnis hier erzählt werden soll. Aber ist Version 1.2b, daran wird sicherlich noch gearbeitet, vielleicht gibt es noch ein bisschen mehr dazu. Wow, geiles Ding. Leute, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, ich hoffe es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt... Schatz, was ist das? Ein Schaufklamüdien für dich. Egal.